Welcome to the German Spring Part of Europe. Es ist Montag, 1. Oktober 2018. Oh, echt jetzt? Heute Mittag um 12 Uhr, viertes Wurst-Käsesalat-Essen mit Philipp Meyer. Okay. Heute Abend dann bei Samir. Film und Politik ist Filmpolitik. Gott sei Dank. Fragezeichen. Um das Fragezeichen geht. Ganz hemmungslos Lenin zitieren. Film ist die wichtigste Kunst des 20. Jahrhunderts. Lenin. Hey, also, warum man Lenin zitieren darf, aber Hitler nicht, also, Einer der blutrünstigen Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Diktator, sicher. Massenmörder, durchaus. Ja, was wäre ohne Moritz? Mann, oh Mann, oh Mann. Das Ringen um die Durchführung ist die Darstellung. Sprechendes Denk. Hä? Was? Wo war ich? Ah ja. Die Schweiz führte schon in den 1930er Jahren staatliche Unterstützung des Filmschaffens ein. Du weißt schon warum? Das ist inzwischen so groß, dass nun auch Politiker und... Hallo? Hallo, Samir. Samir. Also ab Donnerstag dann. Wikicon. 18. Den First Friday Sozialarbeit-Stammtisch mache ich also in St. Gallen an der Wikicon 18. Anmeldung via E-Mail und dann Stream auf YouTube. Wer ein antiquarisches Buch kauft, trägt ein bisschen zur Bewahrung unserer kulturellen Standards bei. Echt jetzt? Oh! Ah doch. Okay. Wow, geil. Ich bin ein Antiquar. Darum geht es in diesen Tagen, Streit, SMF 18, wie zu lesen sei. Wir wollen immer nur bei uns sein, so blicken wir auch hier keineswegs zurück, sondern uns selber mischen wir lebendig ein. Und, oh Gott. Aber eben, Münzer war für Gewalt und die Zürcher Täufer Grebel, die haben kollaborativ geschrieben und waren ganz gegen Gewalt. Ernst Bloch hat also 1921 dieses Buch bringen können. Das geht immer wieder um Erinnern, Gedenken, Erneuern. Reform 500, 200, 100. Daran hat Bloch gearbeitet. Münzer versus die kollaborativen Grebels aus Zürich. Wie sagte Joel Laszlo in Zwingli Wars, jeder Reformator hat sein Täufer, Luther, Münzer, Zwingli, die Grebels, die Progressiven versus die Pragmatischen. Ja, wurden einfach umgebracht. Reformation, Gegenreformation, Aufklärung. Ja, jetzt geht's anders weiter. Keine Vermittlung, keine. Kant kam dann erst hier. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Dann ging's los. Und jetzt sagen wir wieder, keine Vermittlung. Keine. Ja, die Pragmatischen ersäufen, fressen, die Progressiven. Du, das hat Tradition in Europa. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns. Geht hin in Ruhe. Und hier folgt jetzt das tolle Line-up. Zuerst Fabio Gramasio, dann Gilles Marchand und dann Stefan Poromka, das als Podcast auf SoundCloud.